Die Allgäu-TV-Nachrichten am Donnerstag. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind am Weltkatzentag. Der ist jedes Jahr am 8. August und soll die Tiere nicht nur feiern, sondern auch darauf aufmerksam machen, dass viele von ihnen leider ein trauriges Leben fristen müssen. Alleine in Bayern gibt es laut Schätzungen 300.000 Streunerkatzen. Der Landesverband des Deutschen Tierschutzbunds ist deshalb davon überzeugt, dass nur eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen das Problem auf lange Sicht lösen kann. Auch hätten noch immer viel zu wenige Kommunen eine sinnvolle Katzenschutzverordnung, welche die unkontrollierte Verbreitung von Streunerkatzen dann eindämmen kann. Für die Katz ist unsere Sendung heute auf jeden Fall nicht, denn es gibt diese Themen für Sie. Sprachbarriere, Dialekt, Klinikum Memmingen mit besonderem Schulungsprogramm. Alle zwei Jahre wieder, Kempten veranstaltet Festwochenkönigsschießen. Musikalisches Finale, Kemptener Duo bringt Stimmung in den Residenzhof. Und das Wetter wird heiß, ab morgen Sommer pur. Den Allgäuer Dialekt zu verstehen, kann schon mal eine Herausforderung sein, wenn man nicht selbst hier geboren ist. Kein Wunder, nicht nur die Aussprache ist anders, manche Ausdrucksweisen machen ins Hochdeutsche übersetzt auch schlichtweg keinen Sinn. Besonders für Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund ein Problem. Schließlich müssen sie ihre Patienten verstehen, um ihnen helfen zu können. Das Klinikum in Mindelheim hat dafür eine Lösung gefunden. Ich habe einen Mordschnupfen eingefangen. Ich habe einen starken Schnupfen bekommen. Ja, also einen Schnupfen fängt man sich ein. Einen Mordschnupfen? Im Hochdeutschen ein Ausdruck, der einfach keinen Sinn ergeben mag. Im Allgäu ein ganz alltäglicher Ausdruck. Das Problem, Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund haben oftmals Probleme, die Leiden ihrer Patienten zu verstehen. Dabei ist Sprache und Kommunikation hier natürlich essentiell. Für uns ist das Wichtigste die fachliche Kompetenz und dass man da eben ideal und optimal aufgestellt sind. Aber es kommt schon gleich ganz unmittelbar danach kommt die Kommunikation, also das Gespräch mit den Patienten und auch das Verstehen so untereinander, das ist einfach ganz, ganz essentiell. Im Klinikum Mindelheim wurde für die Dialektsprachbarriere eine Lösung gefunden. Alle zwei Wochen findet hier nun ein Dialektkurs statt. Das Feedback der Ärztinnen und Ärzte ist positiv. Oft konnte Gelerntes schon angewandt werden. So bin ich in der Notaufnahme, deshalb begegne ich mit vielen Patienten, ja, besonders die Dialekt sprechen, also Schwäbisch sprechen oder auch die von Österreich oder von Schweiz kommenden Patienten, die auch die ähnlich wie Schwäbisch so ähnlich. Und deshalb während des Kurses hat mir sehr viel geholfen, dass ich die Patienten mehr verstehe. Oder ja, kann ich rechtzeitig wissen, worüber die Patienten sprechen. Besser verstehen bedeutet nämlich auch, schneller und besser helfen zu können. Lehrer im Dialektkurs ist der schon pensionierte Ulrich Ratzer. Auch für den ehemaligen Deutschlehrer ist der Kurs Neuland. Einen Dialekt hat er noch nie unterrichtet. Und ich habe dann in der ersten Stunde einfach mal gefragt, was sie wissen wollen, wo sie Schwierigkeiten haben. Und habe mir dann gedacht, ja, das, was am ehesten für die nützlich ist, das wären natürlich Wortschatz, wären Ausdrücke, die sie in ihrem Berufsleben eben tagtäglich hören können. Also Wörter für Körperteile oder wie sagt der Schwabe, dass ihm etwas wehtut. Die Teilnahme am Kurs birgt noch weitere Vorteile. Für die 1,5 Stunden gibt es 2 Fortbildungspunkte von der Ärztekammer. Diese müssen Ärztinnen und Ärzte sammeln und vorlegen können. Und 2 Punkte sind gar nicht mal so wenig. Also zum Beispiel bei unserer Tumorkonferenz gibt es 3 und bei unserer internen Fortbildung nur 1 Fortbildungspunkt. So kann man sich das vielleicht einordnen. Insgesamt ist das schon mal, sagen wir mal, ein physischer Vorteil. Und dann gibt es halt alle möglichen Dinge. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil man halt einfach die Bereitschaft zeigt, seine neue Heimat ein bisschen anzunehmen und so ein bisschen
hier heimischer zu werden. Für die Idee gab es jetzt sogar eine Auszeichnung von der Staatsregierung, und zwar mit dem Bayerischen Dialektpreis. Für alle hier war der eine Überraschung und eine große Freude. Man könnte wohl auch sagen, eine Mordsfreude. Ein wirklich tolles Projekt. Und gleich in Kompakt schauen wir mal, wie sich das Kemptner Handwerk auf der diesjährigen Festwoche präsentieren will. Und so viel kann ich schon sagen, man legt sich beim aktuellen Fachkräftemangel in der Branche auf jeden Fall sehr ins Zeug. Auf der Festwoche sollen Besucherinnen und Besucher zum Beispiel den Ofenführerschein machen oder eine Modenschau bestaunen können. Mehr dazu dann gleich. Außerdem schauen wir vor dem anstehenden Hochsommerwochenende auf die Qualität der Badeseen im Allgäu. Bleiben Sie dran. Kultur und Tradition und eindeutig mehr als nur Blasmusik. Komm zur Allgäuer Festwoche nach Kempten vom 10. bis 18. August. 270 Aussteller, viele Messeangebote und persönliche Beratung. Erlebe verschiedenste Thementage und Sonderschauen, ein buntes Abendprogramm, Musik für jeden Geschmack und vielfältige Gastronomie. Die Allgäuer Festwoche, die Wirtschafts- und Verbrauchermesse für die ganze Familie. Alles muss ständig irgendwo hin. Überall. Tag und Nacht. Unser Job ist es, Dinge von A nach B zu transportieren. Michels medizinischer Bluttransport. Zuverlässig und termingerecht. Und das erfolgreich seit 10 Jahren. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Entdecke dein Allgäu. Auf deinen Wegen. Mit E-Bikes von KTM. Bei Zweirathaus Müller in Waltenhofen. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde, unser Ziel. Besuchen's uns, entdecken's und schmecken's die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Den Nachrichtenüberblick von dieser Woche haben wir jetzt für Sie. Wir starten in Oberstdorf. Es liegen extrem einsatzreiche Tage hinter der Bergwacht dort. Allein am Montag mussten die Kräfte 3-mal und am Dienstag 6-mal ausrücken. Das Tragische, sowohl am Montag als auch am Dienstag kam es zu einem tödlichen Unfall eines Gleitschirmfliegers. Am Montag war der Mann auf der Nordseite des Schattenbergs abgestürzt. Am Dienstag ereignete sich der tödliche Sturz auf der östlichen Seite des Geißfußes. In beiden Fällen konnten die Opfer leider nur tot geborgen werden. Über die Absturzursachen machte die Bergwacht keine Angaben. Immer wieder klappen sich Gleitschirme aber aufgrund eines Thermikproblems ein. Und damit nach Memmingen. Dort gibt es Neuigkeiten zur Spendenaktion nach der Explosion. Viele Spenden nach Explosion. Die Stadt Memmingen hat heute erneut über den aktuellen Spendenstand nach der verheerenden Explosion vor knapp 2 Wochen informiert. Laut Pressemitteilung seien inzwischen rund 37.000 Euro zusammengekommen. Die Hälfte des gespendeten Geldes soll der Familie zugutekommen, die ihren Sohn bei dem Unglück verloren hat.
Die andere Hälfte soll an die Bürgerinnen und Bürger gehen, deren Hab und Gut durch die Explosion beschädigt wurde. Dafür kann online ein Antrag ausgefüllt und sich so um eine Spende beworben werden. Die Explosion hatte am 26. Juli ein Gebäude komplett zerstört, ein weiteres war zu Teilen eingestürzt. Trümmer waren hunderte Meter weit geflogen und hatten für viele Schäden gesorgt. Der 17-jährige Junge konnte nur tot aus den Trümmern geborgen werden. Und jetzt spitzeln wir schon mal auf die Allgäuer Festwoche. Die wird ja am Wochenende offiziell eröffnet, aber schon heute hat das Kemptner Handwerk Einblicke in Halle 6 gegeben. Dort soll nächste Woche einiges geboten sein. Handwerkerzelt bereit für Festwoche. Bei einem Presserundgang stellte die Kreishandwerkerschaft Kempten heute ihr Zelt auf der Allgäuer Festwoche vor. Ab Samstag werden sich hier während der Messezeit 6 verschiedene Handwerkerinnungen aus der Region präsentieren. Die Handwerkerinnen und Handwerker setzen sich ehrenamtlich in den Innungen für ihre Branche ein. In Halle 7 soll die bunte Welt des Handwerks verdeutlicht werden. Neben dem, dass man sich an den einzelnen Ständen natürlich informieren kann, was gerade Trend ist, Bauhandwerk bei den Friseure, bei den Ofenbaumeistern, gibt es jeden Tag ein Event um 11 Uhr und um 14 Uhr. Manche machen sogar 3 Events um 16 Uhr noch. Und dort zeigen sie dann, was speziell ist. Zum Beispiel die Ofenbauer, kann man den Ofenführerschein machen. Das alles steht in der Festwochenzeitschrift mit Uhrzeit und dem einzelnen Tag. Die Friseure machen natürlich die Frisuren, die machen dann auch eine Modenschau, eine kleine, und da, glaube ich, ist relativ viel geboten. Bei der Friseurinnung kann man sich für einen guten Zweck die Haare machen lassen. Bei der Maßschneiderinnung kann man Kostüme anprobieren, so wie die dritte Bürgermeisterin von Kempten es heute getan hat. Die Bauinnung ist außerdem mit einem Baggersimulator vor Ort. Die Kreishandwerkschaft Kempten erhofft sich vom Messebetrieb Interesse für mögliche zukünftige Azubis. Mit Personalmangel haben alle Bereiche hier spürbar zu kämpfen. Mit Christo und Jean-Claude, ein Leben für die Kunst, ist im April eine hochkarätige Ausstellung nach Lindau gekommen. Jetzt gibt es dort ein ganz besonderes Angebot. Geführte Rundgänge. Das Kunstmuseum Lindau bietet in den kommenden Monaten immer wieder öffentliche Führungen an. Die Sonderausstellung Christo und Jean-Claude, ein Leben für die Kunst, läuft dort seit April und gibt Einblicke und Hintergrundinformationen in die Kunstwerke des Ehepaars. Mit ihren groß angelegten Kunstaktionen, wie etwa der Verhüllung des Reichstags 1995, haben sie immer wieder für Aufsehen gesorgt. Ich glaube, was wirklich beeindruckend und einzigartig war, war ihre Beharrlichkeit und ihre Vision, für ihre Träume zu kämpfen und dafür einzustehen und dann Kunst zu schaffen, die wiederum Millionen von Menschen begeistern kann und das im öffentlichen Raum für alle möglich zu machen. Das war sicherlich einzigartig. Öffentliche Führungen der Ausstellung gibt es am 11. und 25. August sowie am 15. und 22. September. Alle Termine sind an einem Sonntag und beginnen immer um 15 Uhr. Wer Interesse hat, kann sich an der Museumskasse oder per Mail unter kulturamt@lindau.de anmelden. Die Ausstellung läuft noch bis Oktober. Und das war's mit unserem Kompaktteil. Wir schauen auf die Wettervorhersagen. Am Wochenende gibt der Sommer Vollgas, bietet also die perfekte Möglichkeit für eine Abkühlung am Badesee, wenn der denn sauber ist. Die letzten Monate gab es immer wieder Meldungen von verschmutzten oder veralgten Seen. Allein im Unterallgäu wird in 6 Seen vor Blaualgen gewarnt. Am Großen Alpsee im Oberallgäu gibt es inzwischen Entwarnung. Hier sind jetzt keine Blaualgen mehr zu befürchten. Wer sich aber unsicher ist und Infos zum Thema braucht, das Landesamt für Gesundheit hat für ganz Bayern eine interaktive Karte erstellt. Dort können die Wasserqualitäten aller Seen nachgeschaut werden. Die Karte finden Sie online auf der Seite des Gesundheitsamts unter www.lgl.bayern.de. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Spaß beim Abkühlen und Planschen. Wir schauen gemeinsam auf das Sommerwetter. Immer auf der Sonnenseite mit Reise.tv und den Angeboten der AZ Leserreisen bei Allgäu.tv. Heute Nacht ist der Himmel über dem Allgäu teils sternenklar, teils bewölkt. Die Werte liegen zwischen 13 und 15 Grad. Morgen starten wir dann in einen freundlichen Freitag. In Teilen des Sendegebiets können noch Wolken unterwegs sein, rund um Kempten lacht aber schon die Sonne. Die Werte liegen morgen zwischen 23 und 25 Grad.
Am Nachmittag dann wird es nochmal deutlich wärmer. Während immer noch einzelne Wolkenfelder unterwegs sind, drehen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad auf. Auch die Berge zeigen sich morgen freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt trocken. Außer auf dem Nebelhorn gibt's überall wieder über 20 Grad. Die Werte liegen zwischen 21 Grad auf Hochgrat und 23 Grad in Ofterschwang, Gunzesried und auf dem Gründen. Nachts wird es nur auf dem Nebelhorn einstellig. Das Wochenende wird dann sehr sonnig und auch heiß. Am Samstag Sonne pur mit Werten bis zu 26 Grad. Wolken sind nicht in Sicht. Am Sonntag sind dann ein paar Wolken mit dabei. Es wird mit bis zu 28 Grad, aber nochmal deutlich wärmer. Und auch die neue Woche startet dann sehr hochsommerlich. Auch wenn es jetzt dichter bewölkt ist, wird es nochmal heißer. Wir bekommen bis zu 29 Grad. Reise-TV. Die AZ-Leserreisen bei uns bei Allgäu TV bringt Sie an die schönsten Orte der Welt. Wohin die Reise geht und welche Angebote wir für Sie entdeckt haben, erfahren Sie online unter www.allgäu.tv/reise. Am Samstag ist es soweit und die Allgäuer Festwoche wird eröffnet. Was dabei nicht fehlen darf, ist der Festwochen-Schützenkönig, der alle zwei Jahre neu ernannt wird. Gestern Abend war es wieder an der Zeit und das traditionelle Schießen hat stattgefunden. Wir waren vor Ort und haben den Schützinnen und Schützen über die Schulter geschaut. Der beste Schuss zählt. Das Prinzip hinter dem Festwochen-Königsschießen ist schnell erklärt. Der beste Schütze wird Festwochenkönig oder Festwochenkönigin. Veranstalter ist der Schützenverein Kempten, der FSG. Geladen sind alle Kemptener mit Rang und Namen, vom Oberbürgermeister über Stadträte hin zu den hiesigen Geschäftsleuten. Sie alle hatten am gestrigen Abend die Chance, Festwochenkönig oder Festwochenkönigin zu werden. Und was bringt dieser Ehrentitel für Aufgaben mit sich? Dann trägt man diese Festwochenkönigswürde der FSG Kempten für zwei Jahre. Und man wird in die gesellschaftlichen Abläufe eingebunden, in die Festwochenbesuche. Wenn wir Umzüge haben, dann läuft man da auch mit seinen Schützenliesel und der entsprechenden Kette und ist einfach mit allen Dingen, die es so gibt, für die Feuerschützengesellschaft da. 50 Meter ist die extra für dieses Event angefertigte Königsscheibe vom Schützen entfernt. Ganz schön weit, schließlich sind die Teilnehmenden Laien und Amateure. Wer sich nicht direkt an den großen Schuss wagen möchte, hat aber die Möglichkeit, noch ein bisschen zu üben. Mit Luftgewehr, Luftpistole oder Pfeil und Bogen. Und wie rechnet sich Kemptens Oberbürgermeister seine Chancen aus? Naja, nicht so gut. Ich bin kein Schütze. Wobei ich, da muss man aber weit zurückdenken, in meiner Bundeswehrzeit, glaube ich, nicht ganz schlecht geschossen habe, aber das ist Jahrzehnte her. Beim großen Königsschuss hat man nur einen Versuch und der sollte sitzen. Nacheinander schießen also alle Gäste mit dem Kleinkalibergewehr auf die Scheibe. Damit man aber weiß, wer drauf geschossen hat, sind die Zahlen 1 bis 35 voll nummeriert. Das heißt also, wenn der erste Schütze geschossen hat, wird der Stöpsel Nummer 1 eingesetzt. Wenn der 10. geschossen hat, wird der 10. Stöpsel eingesetzt. Man weiß also nicht hier, wer wird der neue König, erst dann, wenn die Scheibe reinkommt und wir können sehen, wer den besten Schuss hat. In das durch den Schuss entstandene Loch in der Scheibe wird also ein Stöpsel mit der Startnummer des jeweiligen Schützen gesetzt. Eine Prognose, wer gewinnt, ist nahezu unmöglich. Schließlich ist ja auch etwas Glück dabei. Es ist alles offen und es gibt viele, die es unbedingt schon seit Jahren werden wollen und es leider nie schaffen. Es gibt welche, die sagen, ich schieße mal mit, aber so unbedingt tue ich nicht danach. Und dann ist es endlich soweit und die königliche Scheibe kann hereingeholt werden. Nur blöd, dass alle Schüsse so eng aneinander liegen. Nach reichlicher Besprechung ist man sich jedoch einig. Martin Osterberger-Seitz, Geschäftsführer des Autohauses Seitz, ist der neue Festwochen-Schützenkönig. Gerechnet hat er damit nicht. Hab heute das erste Mal mit so einem Gewehr geschossen. Ich glaube, da war jetzt auch ganz, ganz viel Glück mit dabei. Aber es war so eine schöne Zielscheibe und irgendwie hat die Kugel dann doch ins richtige Ziel getroffen.
echtes Anfängerglück also. Was der Titel des Festwochenkönigs nun für ihn bedeutet, weiß er aber selbst noch nicht so genau. Ich glaube, wir treffen uns alle auf der Festwoche. Ich will mal die Ehre haben, die Kapelle anzuleiten. Und ansonsten muss ich es mir jetzt auf mich zukommen lassen. Also die Erfahrung habe ich noch nicht. Mit dem neuen Festwochenkönig kann die Festwoche also nun richtig beginnen. Am Samstag ist es soweit, dann wird in die 5. Jahreszeit in Kempten gestartet. Und gleich wird's bei uns nochmal musikalisch. Die ganze Woche schon haben wir verschiedene Open Airs aus dem Kemptener Residenzhof begleitet. Von der Night of Britain haben wir am Montag berichtet. Und die hat alle Stepptanz- und Dudelsack-Fans begeistert. Gestern haben wir ihnen dann Musical Stars aus ganz Deutschland gezeigt. Und was eigentlich passiert, wenn diese alle zusammen singen. Gestern Abend dann war das große Finale der Open Airs und da konnte das Duracher Duo, bestehend aus Doreen Brunner und Tobias Dorn, zusammen mit Chor und Band nochmal alles geben. Wir hören rein nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Bär, das Fachgeschäft für Jagd, Sport und Mode in Kempten. Bekannt für freundliche und fachkundige Beratung. Auf über 700 Quadratmeter bieten wir ein besonderes Einkaufserlebnis für Jäger, Wanderer, Sportschützen, Angler, Outdoor- und Trachtenliebhaber. Schauen Sie rein bei uns im Haus oder im Onlineshop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl beim Küchenkauf. Erwarten Sie Auswahl, Beratung und Service der Extraklasse. Überzeugen auch Sie sich von unserer Qualität. Haben Sie schon das richtige Festwochenoutfit? Die Top-Adresse für Tracht in Kempten. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinahl.de. Einfach reisen, entspannt und sicher ankommen. Und das seit 100 Jahren mit Berchtoldreisen. Tagesfahrten, Städtereisen, Wanderreisen oder Badereisen. Einfach abtauchen. Mit der Rundum-Sorglos-Betreuung. Sicher und entspannt. Entdecken Sie mit uns die Zukunft des Reisens. Umweltfreundlich und komfortabel. Berchtoldreisen. Seit über 50 Jahren erfolgreich im Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, Grundstücken, Anlageobjekten und der Vermietung. Walter Beck Immobilien. Mit Kompetenz vom Erstgespräch bis zur Übergabe. Wir kümmern uns um Ihr Projekt. Mit Jenny Brei und neuem Look sind wir auch in Zukunft Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen. Kultur und Tradition. Und eindeutig mehr als nur Blasmusik. Komm zur Allgäuer Festwoche nach Kempten vom 10. bis 18. August. 270 Aussteller, viele Messeangebote und persönliche Beratung. Erlebe verschiedenste Thementage und Sonderschauen, ein buntes Abendprogramm, Musik für jeden Geschmack und vielfältige Gastronomie. Die Allgäuer Festwoche, die Wirtschafts- und Verbrauchermesse für die ganze Familie. Am Allgäu begeistert mich hauptsächlich die Natur. Also das liebe ich einfach, mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren. Wir machen sehr viele Fahrradtouren und die Berge. Also ich gehe einfach auch unheimlich gern in die Berge und es ist eine unheimliche Vielfalt an Pflanzen und verschiedenartigster Naturformationen und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Und ich mag auch die Menschen im Allgäu. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Landgericht, Verwaltungsgebäude und auch Konzertbühne. Ein paar Abende im Jahr wird der Innenhof der Kemptener Residenz zum Open-Air-Veranstaltungsort. Beeindruckende Lichtstimmung und musikalisches Programm. 6 Konzerte waren es dieses Jahr. Keines davon musste wetterbedingt abgesagt werden. Das ist bei so einem verregneten Sommer in diesem Jahr ja keine Selbstverständlichkeit. Wir waren gestern Abend beim großen Finale mit dabei. Doreen Brunner und Tobi Dorn. Untertags Erzieherin und Lehrer, abends auf der Bühne als Man and Maid. Das Duo aus Durach hat sich aber für seinen Auftritt im Rahmen von Kultur am Residenzhof auch noch Verstärkung geholt. Einmal eine Band,
die wirklich Freunde von uns beide sind, ganz gemischt von Metal-Bands, Stoner-Bands, Hochzeitsbands, ganz bunt. Langjährige Freunde auch einfach. Also ich bin auch mit einigen in einer Coverband zusammen schon seit vielen Jahren. Genau. Dann ein Chor, in dem wir beide eigentlich uns kennengelernt haben sogar, oder? Kann man sagen. Zufällig ist die Chorleiterin Tobis Frau und meine beste Freundin. Und von dem her hat sich das alles so ergeben. Und wir haben gesagt, es wäre eine schöne Sache. Und dann ist das irgendwie auf einmal alles Wahrheit geworden. Mit Band, mit Chor, mit Freunden präsentieren die beiden ihre eigene Musik. Der Auftritt auf der temporären Bühne im Residenzhof ist ihr bisher größter. Wer dabei auch nicht fehlen darf, ist Elia, Tobis Sohn. Er war immer dabei, wenn wir Musik gemacht haben. Dann hat er sich umgeschaut im Haus, hat gesagt, da stehen Klavier rum, Gitarren rum, also will ich Schlagzeug spielen, weil das haben wir heute. Das war mit 3. Und wie er dann 4 geworden ist, nachdem er uns das ein Jahr lang erzählt hat, hat er gemeint zum Geburtstag, er wünscht sich gar nichts von allen außer ein Schlagzeug. Und dann haben wir noch überlegt, ob man uns dafür irre erklärt, wenn ein 4-Jähriger Schlagzeug kriegt. Aber jetzt ist er 7 und spielt immer noch, das war richtig. Und das, obwohl der Papa erst mit 17 Jahren mit dem Musizieren angefangen hat. Bei ihm war damals die Band Nirvana Inspiration. Doreen hat sich von Whitney Houston für die Musik begeistern lassen. Inzwischen haben sie als Man and Maid schon viele eigene Lieder geschrieben. Oft zum Thema Liebe und oft aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Ich glaube schon, dass man es zumindest mal irgendwann gefühlt haben muss, um der Emotion einen Namen zu geben oder Ausdruck zu verleihen vielleicht. Und ich denke, Liebe hat jeder schon mal gespürt. Es muss ja nicht mal Liebe zu einem Partner oder einer Partnerin sein in einer Partnerschaft, sondern Liebe zur Mama, Liebe zum Papa oder Liebe zu irgendeinem ganz lieben Menschen, der einem ganz viel bedeutet. Dieses Jahr wollen sie noch weitere selbstgeschriebene Lieder veröffentlichen, auch erstmals auf Deutsch. Für den gestrigen Abend studierte die zusammengewürfelte Band und der Insime-Chor aus Durach extra Lieder von Man and Maid ein. Das Proben war schon nervenaufreibend. Das ist tatsächlich, da sind bei mir auf jeden Fall Tränchen geflossen. Wir haben beide sehr viel Gänsehaut gehabt, gell? Darf man so sagen. Also, fühlt sich so unecht an. Voll. Und wir haben auch gesagt, irgendwie, alle machen so kleine Steps und dann kommt halt da mal jemand dazu mit dem Bass oder mit der Gitarre und wir machen halt direkt 35 Leute Chor und zack auf die Bühne. Und das ist halt, ja schon, wie gesagt, das darf man nicht als selbstverständlich sehen. Wir haben halt das Glück, dass wir in der Lage sind, dass wir in einem Chor sind und die halt auch da Bock drauf gehabt haben. Und das ist schon mega mächtig, wenn du das erste Mal auch auf dem Liedblatt siehst, arrangiert und komponiert von uns und arrangiert halt dann von dem Chorleiter. Ist verrückt, ist verrückt. Ja, fühlt sich verrückt an. Wenn Freunde nicht nur den Rücken stärken, sondern auch die Stimme. Mit Man and Maid and Friends findet die Kultur im Residenzhof Veranstaltungsreihe ein Ende. Mit nur gutem Wetter, guter Stimmung und Musik. Und da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Auch morgen haben wir wieder spannende Themen für Sie mit dabei. Unter anderem geht es zum Steuerhaus in Memmingen. Vor ziemlich genau 2 Jahren sah das nämlich noch so aus. Risse in der Fassade und vergammelte Balken im Dach. Über 500 Jahre lang hat der Zahn der Zeit am Steuerhaus genagt. Jetzt war klar, da muss etwas gemacht werden. Schließlich drohte das Haus irgendwann gar umzukippen oder auch einzustürzen. Und wenn man bei so einem alten Gebäude mal anfängt, dann wird's gleich richtig aufwendig und vor allem auch teuer. Gute 3 Millionen Euro waren damals angesetzt. Den Sommer 2024 hatte man bei unseren Dreharbeiten 2022 bereits als das Ende der Bauarbeiten prognostiziert. Genau deshalb wollen wir morgen noch mal schauen, wie sich das Steuerhaus denn in den letzten 2 Jahren verändert hat und ob es wirklich schon fertig ist. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Donnerstagabend.